Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute in meiner Werkstatt und möchte euch was Neues vorstellen. Ja, jetzt werden so einige sagen, was ist denn mit dem Salzmann los? Erst macht er fast ein Jahr lang keine Videos und jetzt geht es Schlag auf Schlag und dann noch mit mehreren Projekten zur gleichen Zeit. Ja, der Grund ist ganz einfach. Ich gehe nicht mehr arbeiten und deswegen habe ich jetzt mehr Zeit und baue eben. Dazu kommt noch, am 24. und 25. August diesen Jahres ist bei uns hier in Gotha ein Barockfest und dort habe ich einen Stand bekommen, um mich zu präsentieren und da möchte ich natürlich ein paar schöne Sachen zeigen. Das hat sich jetzt recht kurzfristig entschieden und ich weiß nicht, ob ich alles fertig kriege, was ich bis dahin zeigen möchte, aber zumindest repräsentativen Ausschnitt werde ich schon zeigen und anbieten können. So, jetzt was ist hier los? Ich habe mich zu einer weiteren Schatulle entschieden. Und ihr seht schon hier die eigenwillige Form, doppelt geschweift und geschwungen. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Pagodenform oder ja, ist meiner Fantasie wieder entsprungen. Der Deckel hier oben, der wird da bin ich dabei gerade den auszuarbeiten, zu formen und der wird hier oben noch filigraner. Ja, das ist also, wird noch bearbeitet und ich habe hier ein Furnier verwendet. Das habe ich schon mehrere Jahre liegen. Kein Mensch weiß, was das für eine Holzart ist. Ich will es mal ein bisschen hier schwenken. Ich weiß nicht, von hier aus sieht es jetzt so aus, als blendet das Licht. Ja, ich denke, es reicht. Und ich könnte vermuten, dass das eine Palmenart vielleicht ist. Jedenfalls, es ist wunderschön dekorativ und ich hatte bisher noch keine Verwendung. Es ist urig, steif und wellig. Ich muss also vor jeder Bearbeitung das mit heißem Wasser nass machen, geschmeidig machen, in die Presse tun und dann, wenn es halbwegs getrocknet ist und noch glatt, also muss unter Druck trocknen, dann gleich verarbeiten. Ja, hier habe ich noch vor, Füße drunter zu machen an den Ecken, die dann hier die geschweifte Form wieder nach außen führen und dann wie so, wie soll ich denn sagen, vor meinem geistigen Auge existiert schon fertig. Aber das jetzt zu transformieren für euch, wie ich mir das vorstelle, züngelnde Flammen, die gehen eigentlich nach oben. Und die sollen dann nach unten, wie so ein Eisballast, Eiszapfen, diese spitz auslaufen. Da soll es drauf stehen. Und weil das eben hier die Maserung, das Furnierbild eben auch so ähnlich ist wie Flammen, dann wird das hier nach oben weitergeführt und über die Ecken will ich dann Streifen desselben Furniers dekorativ anbringen, die in ein bisschen anderen Farbton. Ich habe dieses Furnier mehr, 3 Tage in mein Rostwasser gelegt und dann sieht das hier so in dem Grauton aus. Mal hier wieder ein bisschen zeigen. Ich schwenke das mal so. Und für mich, also auch eine, also jetzt bin ich wieder da, für mich, also auch eine, wenn ich das hier im Original sehe, eine wunderschöne Abstufung zu zum Hellen. Wobei, wenn ich das feucht mache, ich mache es jetzt nicht, wunderschön, ich könnte es knutschen. So, ich habe noch 2 solche Stücken
ins Rostwasser gelegt und eben erst rausgeholt. Die trocknen jetzt noch und die dürften dann reichen, um hier über die Ecken ja so züngelnde Linien drüber zu führen, die auch etwas hier über den Deckel, über den Rand gehen und das alles ein bisschen kaschieren. Ihr werdet sehen, wenn es soweit ist. Ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Vorstellung so transformieren kann. Ja, das so zu der Schatulle, die jetzt hier entsteht. Also noch kein Boden drin. Ich wollte erst einmal alle anderen Komponenten fertig haben, bevor ich sie zusammenleime. Und was ich bisher schon gemacht habe, das zeige ich euch jetzt anschließend in diesem Video. Ich hoffe, dass es reicht, die Zeit. Ansonsten mache ich zwei draus. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin wieder mal dabei, die Seitenwände zu hobeln für meine nächste Schatulle. Und die ist nicht nur nach außen gerundet, wie das bei der vorhergehenden war, sondern die ist zweifach geschweift, sage ich mal. Erst dieser Außenbogen und dann nochmal ein Innenbogen unten dran. Ja, grob vorgesägt habe ich schon auf der Kreissäge, wie man das hier sieht. Eins ist schon fertig. So gut wie. Vielleicht noch eine leichte Nacharbeit und das ist nur vorgesägt. Und habe ich hier auf den Enden aufgezeichnet das Profil. Und jetzt muss das gehobelt werden. Zuerst benutze ich hier Nummer 5, um die Außenrundung anzuhobeln. Dann habe ich hier eine Raubank, die so geformt ist. Mit der hobel ich dann den Innenradius an, den großen. Und dann geht es noch ein bisschen mit Schleifpapier und so einer Kugelraspel in der Bohrmaschine, bis ich dann das so genau habe wie hier. Überprüfen tue ich das wieder mit meiner Nadelschablone, die ich dann hier entsprechend immer aufsetze, um zu überprüfen, dass das Profil auf der ganzen Länge stimmt. Hier kann es noch nicht stimmen, weil da fange ich jetzt erst an. Zwei Seitenteile habe ich schon furniert mit dieser doppelten Wölbung. Und wie ich da vorgehe, das ist wieder etwas anders als sonst mit Knochenleim. Das will ich euch jetzt zeigen. Ich habe hier ein vorbereitetes Stück Furnier und hier auf meiner Warmhalteplatte liegt das massive Teil. Ist noch nicht warm genug, aber das Furnier kann ich schon einleimen. Und zwar streiche ich die Furnierrückseite und die Oberfläche vom Massivholz mit heißem oder warmem Knochenleim ein. Lass das nach circa eine halbe Stunde liegen. In der Zeit trocknet der Leim an, dann lege ich das übereinander, befeuchte es nochmal, gehe mit dem Bügeleisen drüber und reibe das mit dem Furnierhammer an. So, das kommt jetzt. Ich werde hier die Seite, erstmal die Rückseite auch noch ein bisschen anwärmen. Halt, Stecker rein.
So, das lege ich jetzt zur Seite. Inzwischen ist auch das massive Holzstück gut vorgewärmt. So, auch das wird zum Trocknen erstmal zur Seite gelegt. Während auf den anderen Teilen der Leim noch antrocknet, werde ich hier von den Stücken die Innenseiten furnieren. Hier brauche ich kein Sperrfurnier quer zur Maserrichtung. Das sind massive, dicke Stücke, die verziehen sich nicht. Also vorgewärmt, diesmal etwas anders wieder, Leim drauf. Diesmal mache ich kein Leim aufs Furnier, weil der Leimauftrag reicht, sondern hier, das werde ich jetzt nur mit heißem Wasser anfeuchten. Und ihr seht schon, wie sich das wölbt und jetzt gleich auf die geleimte Fläche des Holzes selber drauf biegt. Zusätzlich noch mit dem Hammer jetzt anreiben. So ein bisschen fischgrätenartig, damit der überschüssige Leim zur Seite rausgeschoben und rausgedrückt wird. So, zur Kontrolle gucke ich mir das jetzt an. Und hier sieht man so eine Leimschnur, nennt sich das, die mir zeigt, dass der überschüssige Leim also wirklich zur Seite rausgedrückt wird und die Verleimung schön gleichmäßig und fest wird. So, und sollte wirklich irgendwo später zu erkennen sein, dass das Furnier nicht ganz anliegt, dann bügele ich das nach. Hier habe ich jetzt das Holz. Der Leim ist noch ganz leicht, nur klebrig, ebenso auf dem Furnier. Ich kann jetzt aber das Furnier ausrichten, ohne dass es mir gleich festklebt. Gucken, dass es also auch oben und unten reicht vom Überstand her. So, das ist oben, das ist oben. So soll es drauf. Jetzt als erstes wieder mit heißem Wasser. Kochheiß ist es nicht mehr, aber noch schön warm. Das erste Mal Wärme. Bügeleisen ist vorgewärmt, nicht zu heiß, so hier auf die mittlere Stufe. Und jetzt fange ich an, hier auf dem oberen Teil den Leim wieder weich zu machen. Und dann erstmal
hier oben anreiben. Durch das kalte Eisen zieht er also gleich an hier. Und jetzt wird erst einmal das obere noch umgezogen. Verrutschen tut es jetzt schon nicht mehr, weil es hier schon klebt. Und jetzt wieder zieht sich also wunderbar rum und hier kann man wieder den vorquellenden Leim erkennen, der das Furnier dann noch richtig schön ranzieht, wenn er erkaltet. Ja, so ist das gut. Nochmal nachreiben. So, jetzt die untere, die in die Rundung reingeleimt werden muss, die untere Fläche, Leim durch Wärme wieder verflüssigen. So, und jetzt schiebe ich das mit dem Furnierhammer, man hört es richtig knistern, in die Rundung rein. Kurzen Kontrollblick. Ja, hier ist eine ganze Menge Leim übrig gewesen, ist alles rausgeschoben. Auf der Seite ist nicht so viel. So, sehr schön. Bin zufriedengestellt.